It's appears to be true. Wir spielen Robocop im Nu. Okay. Hi, lass es geschehen, YouTube. Herzlich willkommen. Heute machen wir einen Benchmark zu Robocop. Wie heißt denn das Spiel richtig? Ihr wisst, was ich meine. Robocop, das neue Teil-Ding. Wo man Robocop ist. So. Und wir gucken mal. Wir haben eingestellt Options. 4K, Vollbild. V-Sync haben wir aus. DSLL ist an, aber mit DLAA, also kein Upscaling. Frame Generation ist aus. Episch. Bewegungsschärfe aus, weil das ekelhaft ist. Bildwiederholungsrate haben wir unbegrenzt gemacht. High Quality. Turned Reflections ist an. Anwenden. Rein ins Spiel. Und dann gucken wir uns das erstmal an. Oh. Lichteffekte und so sind schon sehr schön. DLLA ist halt kein Upscaling, auch wenn DLSS an ist. Wir können uns das hier mal ein bisschen angucken, die Reflections. Dadurch stocken dann auch ein bisschen die FPS und die Frametime ist halt ein bisschen brutal schlecht. Gerade hier, wo es ein bisschen mehr wird. I can see your lady is still quite shaken up. I'll get one of the paramedics to check on her. Oh, don't bother. She's only jonesing. Alles so high poly. Ja, das sieht schon sehr geil aus hier. I wouldn't bother. I already ran the plates. You should know by now when it comes to evidence, we're hoarders. If it keeps on like this, we're gonna run short of body bags. So, und von hier aus machen wir mal DLSS auf Quality und dann gucken wir mal. Frametime ballert natürlich direkt ins Positive und, wir sehen, ja, da ist ein bisschen, hier und da sind so in so ein paar Texturen und was so hinten auf dem Rücken steht, noch so ein paar Stotterer drin. Ja, das wird man bestimmt auch nochmal irgendwann beheben. Das Ding hat auch Frame Generation, ich glaube aber, dass das echt überflüssig ist. Schon, was Grafik angeht, sieht das schon wirklich, das ist ein gutes Spiel. Wahnsinn. Mal gucken, was jetzt passiert in den Sequenzen. Bleibt alles in der Game Engine, so wie es aussieht. We can't wait any longer. Those trigger happy maniacs have a ton of hostages. But sir, Roger that. Over and out. What is the situation? Goddamn OCP tells us to stand down till SWAT arrives. That's our situation. Looks like I'm on the way out. Not so fast, buddy. Who do you think is gonna clean up this place? I'm not letting you off that easily. You sound just like my wife. If that's the case, let's get you patched up. We wouldn't want to get on her bad side. Press here. Medic? There you are, partner. Lewis. The hell is going on up there? Sorry, dude! The police want us to release the hostages! So no hard feelings! Hey! You can't go in yet! We need to wait for the reinforcements! Reinforcements have arrived. I knew you'd say something like that.
We need to find another way. It is too dangerous to cross. For me. But you can take the heat. Go, I'll figure something out. Besides, you could do with a head start. Go on. Das habe ich schon in der Demo gesehen, dass das so ein paar richtig cringe Unterhaltungen hat. Scum, drop it, scum back. Sheesh. Reload. I'm motherfucking Robocop, bitch. Ich kann sogar die Guns von denen aufheben. Na her damit. Ja, man hat da so einen richtigen Wallhack hier. Los, Alter. Mehr Bitch. Warning. All personnel, evacuate immediately. Evacuate immediately. Och, guck mal. Sogar das Blut hat Raytracing. Das ist zwar dann nicht mehr so gut, was den Body und so angeht, aber ey. Sieht schon sehr witzig aus. Cool, dann machen wir mal Framegen nochmal an. Und schauen uns das mal an. Ich glaube, dass es nicht notwendig ist, gerade bei einer 4090 nicht, aber man kann es ja mal ausprobieren. All personnel. 2000 Ips. Worried about the weight limit? Lewis, you're here. We need to get these elevators back online. The service box is in the basement. Let me. I doubt you had time between all the heroics, but I got a key card from the janitor. It's good to do some real street work from time to time, you know. After you. Aber ich bin Robocop. Alles mit roher Gewalt lösen. Wir machen alles kaputt. Aber es ist grafisch, es ist schon wirklich sehr geil, ne? Also, dafür, dass das... Ich habe keine Ahnung, von welchem Entwickler das ist. Aber ich glaube, das ist nicht so der krasseste Entwickler, oder? Bin ich jetzt doof? Oh. Straftatbeweise. Ach du heiliger Strohsack. That graffiti is fresh. I bet some of those idiots are still here. Wir nehmen alles. We take all. Hier sind noch mehr Evidence. Da noch mehr Evidence. Gibt's hier noch mehr Evidence? Nee. Aber mit Framegen ist das halt echt krass, ne? 144. Police! Any more tricks up your sleeve? Call of Duty. Einfach Call of Duty. Leute, Call of Duty. Aha, noch mehr Straftatbestände. Drugs. Oh, die KI kann sogar was. Tschüss! Stop resisting! Police! Stop resisting!
stop resisting. We make a benchmark here. Todesursache, Überdosis. Junkie. Selber schuld, würde ich sagen. Naja, sagen wir mal so, Hauptsache hat er einen glücklichen Abgang. Oh, habe ich meine Robocop-Knarre weggeworfen? Nee, aber meine Robocop-Knarre hat einfach Infinite Ammo. Straftatbestand. Das ist einfach Evidence, sind einfach Money-Bündel, die rumliegen. Okay. Okay, wir sind regenerationsmäßig voll. Ragdoll ist auf jeden Fall OP. Wie sich das anhört. Drücke H zum Reparieren. Sheesh. Jetzt habe ich mich gerade repariert und jetzt können wir die anderen Sachen holen, ne? Wir sind ja eigentlich gegen den Benchmark hier, aber das artet dann immer aus zu einem Gameplay. Aber Leute, ihr seht, wie es ist. Es läuft ziemlich gut. Ich denke auch, dass es auf älteren PCs oder auf einer 3080 und eine 3070 und eine 1660 Super in Full HD ziemlich gut laufen wird, ohne irgendwelche weiteren Probleme. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Wenn das hier gut läuft, dann wird das auch auf anderen PCs gut laufen. Es ist sonst ziemlich stabil. Framerate, keine Lags, keine Bugs bis jetzt so wirklich aufgefallen. So ein paar Texturensachen, die ein bisschen doof sind, aber sonst kann man sagen, ja, das sieht ziemlich gut aus. Natürlich nicht der Spritzenreiter, was Grafik angeht. Da muss man tatsächlich sagen, ist Alan Wake ganz, ganz oben mit dabei. Dazu habe ich ja auch einen Benchmark gemacht. Und das ist halt wirklich, das ist brutal krasse Grafik. Das kann man einfach mal so sagen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss, bis dann.